Ich habe nichts mehr. Ah, gut, ich habe noch überlegt, ob ich GTA 4 machen soll. Aber ich weiß nicht, es ist. Das Spiel ist schon richtig genial, ja. Auf jeden Fall besser als dieses Drecks San Andreas. Das ist ein Scheißspiel. Aber. Weiß nicht, let's playen. Ich habe es schon fünfmal versucht und immer hab ich abgebrochen. Also. Nein, das wird nicht kommen. Aber GTA 5, GTA 5 auf jeden Fall. Das wird auch ein neuer Grafikmeilenstein. Wieder in Los Santos. Scheiß San Andreas. Ey. Das sollte irgendwie. Ah, weiß ich nicht, 5. Nee. Assassin's Creed 3 sollte 5-mal so groß werden wie Brotherhood. Aber. Nee, 1,5-mal so groß. Ja, GTA 5 soll größer werden. Auch ja. Die Karten werden größer, die Grafik wird besser. Neue Charaktere, wissen wir gar nicht eigentlich. Auf jeden Fall freue ich mich auf GTA 5, was ist eine meiner größten Erwartungen. Hitman Absolution ist das andere große Spiel, das ich erwarte. Und dann noch Dishonored. Der Rest ist nicht so interessant. Auch ich weiß, dass Black Ops 2, wie man es von Call of Duty kennt, mit der Grafik nicht wirklich so überzeugend ist. Hauptsache, es wird nicht so ein Scheiß wie MW3. Das ist nämlich das beschissenste Call of Duty überhaupt gewesen. Sowas wollen wir nicht noch einmal haben. Bloß nicht. Ihre Gottschalk. Ja, epic. Was denn das mal? Ich hab keinen Bock mehr. Achso, ja genau, und zwar immer am Anfang einer Mission stand da ja dieses Mission bla 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 Kennung Sierra zum Beispiel. Und der Anfangsbuchstabe dieser Mission ist wichtig. Es gibt, glaube ich, so drei Missionen, die nichts mit dieser Reihenfolge zu tun haben. Aber auf jeden Fall ergibt sich am Ende daraus, Reznov is dead. Reznov ist tot. Er ist in Vokuta gestorben. Und wir haben ihn uns die ganze Zeit nur eingebildet. Was ich mich frage, was mir jetzt ist aufgefallen ist, haben wir Kennedy getötet? Ich weiß es nicht. Kommt dann irgendwann ein Bericht in Black Ops 2 oder wie läuft das? Ich verstehe es nicht. Weil Dragovic hat ja gesagt, wir haben ja gesagt, sie wollten mich und meinen Präsidenten umbringen lassen. Und Dragovic hat ja geantwortet, wollten? Sind Sie sicher, dass Sie es nicht gemacht haben? Und als wir dann auf der Aufnahme da waren, in New York schätzungsweise, New York, Chicago, Washington DC, irgendwie so, haben wir ihn getötet? Haben wir Kenny die wirklich getötet? Kann man das mal jemand beantworten? Ich weiß es nicht. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Wäre auf jeden Fall mal interessant zu wissen. Was mich auch am Anfang gestört hat, als ich Black Ops bekommen habe, fand ich geil, Story durchgespielt, Hammerspiel. Dabei der Multiplayer. Da fand ich am Anfang, fand ich so scheiße irgendwie. Ich verstehe nicht, warum ich den so scheiße fand. Ich finde den jetzt so genial. Das verstehe ich echt nicht, warum ich den scheiße fand. Ja Gott, noch mehr. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, welches Call of Duty ihr noch am besten fandet. Und warum. Also kleine Zusammenfassung, schreibt mir in die Kommentare, welches Call of Duty ihr geil fandet, warum ihr es geil fandet. Und wer es mir beantworten kann, ob wir Kennedy jetzt wirklich getötet haben. Ich weiß es nicht. Vielleicht verstehe ich es ja.
Auf jeden Fall die nächste Aufnahme. Ich bin mir noch nicht direkt sicher, was es sein wird. Entweder Bad Company 2 oder Splinter Cell Conviction. Ich tendiere mir zu Splinter Cell Conviction. Also ich habe da irgendwie so ein Maß 50-50, ich weiß es nicht genau. Es gibt nämlich im Battlefield Bad Company 2 eine Mission, die ich sowas von hasse. Ja, ich bin da nie weitergekommen. Deswegen frage ich mich, ob ich es überhaupt schaffen werde. Aber doch, ich weiß ja, schaffen wir schon. Aber in Splinter Cell Conviction gab es auch irgendeine Mission, die ich gar nicht mochte. Es gibt in jedem Spiel eine Mission, die ich hasse. Von daher. Das wird doch immer für zwei so sein. Da hat man ja auch Stealth-Mission. Muss man sich durchschleichen, worauf ich eigentlich gar keinen Bock habe. Ich meine, bei Splinter Cell ist es in Ordnung, weil da hast du diese Atmosphäre. Aber in Mafia, ich weiß nicht, da hast du. Du hast diese Atmosphäre zum Schleichen da nicht. Die Steuerung müsste das so angepasst sein. Ich weiß nicht, Schleichmission noch irgendwie ein anderes Spiel in ein. Was ist ein Adventure Third Person Shooter? Was einzubauen, da ist es. Ist nicht so wirklich mein Ding, weil die Steuerung muss auf angepasst sein, die Atmosphäre, die Engine, die muss einfach da sein. Das ist. Das muss einfach dieses Feeling haben, ja. Außer wenn ich einer, der sich immer so gerne erschreckt. Ja. Und deswegen. Macht das die Schleichmission in einem Third-Person-Shooter irgendwie schwieriger. Aber gerade bei Third-Person sind, bei Assassin's Creed 3 soll man ja von Third-Person auf First-Person umschalten können. Ein Koop soll es auch geben, Multiplayer wieder, wie immer. Fast wie immer, 1 und 2 war ja nicht da. Aber... weiß nicht, Assassin's Creed 3, ob das ein Meilenstein wird? Grafiktechnisch? Wird er mit Hitman Absolution, das auch im November, ich weiß gar nicht welchen rauskommt, mit Dishonored, ist auch glaube ich wieder Meilenstein. Bioshock Infinite kommt noch raus, das war's. Das ist glaube ich auch ein Meilenstein. Ne, Meilenstein nicht direkt, aber es wird ein kleiner Fortschritt. War's das? Oh, God bless you, das war's. Oh, was kommt der Scheiß, Alter? Gentlemen, durchladen und entsichern. Wieder der Revolution. Irgendwelche letzten Worte, Mr. President? Ja, überschwängliche Worte der Inspiration für unsere treuen Truppen. Betet nicht für ein einfaches Leben, meine Freunde. Betet für mehr Stärke. Ja, das ist dieser dumme Zombie-Modus, mach ich gar nicht. Ich meine, Dead Ops ja noch, das ist Dead Ops Arcade, aber... Der richtige Zombie-Modus ist so, ich mag keine Zombies. Energie kritisch. Jo, Pech. Ja, dann... ja, ich sag jetzt einmal schon Tschüss, wir sehen uns beim nächsten Projekt. Ciao, Leute.